harte Jungs und mittendrin eine Lady mit Schmackes. Bei Nina gibt es gut bürgerliche deutsche Küche und deutliche Worte. Wenn ich heute Abend nicht genug Punkte kriege von den 4 kleinen Zwergen, dann hole ich meine Jungs. Ja. Aber mal eine Kampfansage, oder? Aber die 4 kleinen Zwerge lassen an Ninas Essen trotzdem kaum ein gutes Haar. Das würde ich mein Kaninchen geben. Eigentlich ungenießbar. Ach, Mann. Die Gerichte machen selbst die Chefin wütend. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist danach. Die Absprache in der Küche ist ein bisschen der Wurm drin. Meine Tendenz ist eine 6. Ui. Da bin ich sehr enttäuscht drüber, muss ich sagen. Heiße Öfen mitten in der Eifel, Tag 3 in unserem großen Biker-Treff-Spezial. Und auch heute wird wieder ordentlich Gas gegeben. Momentan liegt Tobi deutlich in Führung. Er holte gestern gute 34 Punkte. Nina will ihre männliche Konkurrenz natürlich hinter sich lassen. Und da ist ja auch schon unser Profikoch. Na, Mike, siehst du uns? Huhu. Was tust du denn da oben? Warte, ich komm. Ja, dann komm mal. Was steht denn heute an? Bike-Spezial, ne? Mittwoch. Mein Walk ist noch nicht beendet. Es geht jetzt zu der lieben Nina, die seit 2,5 Jahren in dieser neuen Selbstständigkeit ist. Und übrigens sehe ich sie gerade. Hallo? Erwischt! Ja. Pass auf, ich starte mein Bike. Ich komme! Nina steht auf Bikes und auf Blumen. Verrate uns doch mal was über deinen Laden. Wir sind ein super Anlaufort für Biker, weil es halt für die zentral liegt. Wenn die aus der Eifel kommen, die können super parken draußen. Ihre Maschinen haben sie trotzdem im Blick, schätzen das leckere Essen, was anderes ist, als wenn sie einfach irgendwo anhalten und sich eine Pommes mit Currywurst oder so holen. Ja, nach Imbissbude sieht's hier wirklich nicht aus. 45 Biker können es sich bei Nina gleichzeitig schmecken lassen. Ich bin keine Gastronomin, ich bin absoluter Quereinsteiger. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Autohaus, habe BWL studiert. Und es wurde mir aber irgendwann zu fad. Und dann habe ich überlegt, in die Gastronomie zu gehen. Es ist zwar hart, es ist viel Arbeit, keine Frage, aber es ist total schön. Das ist für mich völlig fein, wenn jemand, auch Spätberufener, zu uns in die Gastro kommen will. Ne? Also hat sie für sich entdeckt und das ist schön. Wie ist denn so dein erster Eindruck, Mike? Schnuckelig, einladend. Dann mal rein in die Bikerstube. Wo ist sie? Hallo. Hallo. Jetzt aber. Nina. Schön, das ist ja genauso schnuckelig wie draußen. Fein. Danke. Ein ganz eigener Stil, ne? Meiner. Ich habe mir überlegt, wie würde ich mich wohlfühlen. Meine Lieblingsfarbe ist grau, das ist unverkennbar. Und habe einfach versucht, das Ganze gemütlich einzurichten. Sehr nett. Sehr schöner Stil. Du bist seit 2,5 Jahren, glaube ich, hier. Das ist die Info, seit die 4. Ich hier. Ach, 4. Siehst du? Und welche Küchenrichtung? Waldküche. Wir haben viel Wild. Meine Familie jagt, sodass wir da super drankommen. Auch gut. Und dann gut. Gute Schnitzel, die jeder braucht. Jo. Omas Küche. Also Omas Küche ist sehr gut. Gediegen, bodenständig. Ja, ja. Für Biker könnte es jetzt als gehobene Bikerküche dann tituliert werden. Oje, wenn ich drüber nachdenke, wie wird der Bernd das einordnen? Kochst du nicht? Hast du Köche? Hast du einen? Ich habe zwei Köche. Ich habe den Armin und den Josef unten. Und die machen jetzt das Gericht mit mir? Genau. Hör dann mal los. Unbedingt sogar, denn die beiden wollen loslegen. Aber ein kurzer Smalltalk vorher muss noch drin sein. Wen haben wir da? Ich bin der Josef. Josef, komm her. Ja. Das ist die moderne Art der Begrüßung heutzutage. Armin. Da hast du aber zwei alte Hasen hier in der Küche, ne? Ja, zwei gute Hasen. 125 Jahre geballte Energie. Also wir zusammen. Da wird ja einer dann um die 60, der andere 65 sein. Ne? Das sind 125, glaube ich. Und eins kann ich sagen, der Armin ist der gelernte Koch und der Josef ist der Metzger. Zwei Hasen, die also wissen, wie der Hase läuft. Ich bin ja auch ein paar Monate schon Koch. Wir machen Sauerbraten, oder? Jawohl, richtig, Sauerbraten, oder? Ja. Mit Apfelrotkohl. Okay. Selbstgemachte Klöße. Jawohl. Aber das, würde ich sagen, ist Rind, ne? Also damit wir den Zuschauern richtig sagen, Rind. Genau. Im Ursprung wurde ja mal gesagt, es ist vom Pferd. Aber nicht hier in Aachen. So, Pferdestadt. Wir sind ja nicht direkt in Aachen. Wir sind in Eschweiler, um genau zu sein, 19 Kilometer von Aachen entfernt. Was ist denn los, Mike? Komm her, Metzger. Geh mal da hin. So, ich bin die Kuh, ne? Ja. So, wo war früher? Schulter. Ja. Und wo ist es heute?
los. Au! Ja, das, ich weiß jetzt schon mal eins, durch diese Szene, das mache ich nicht nochmal. Ich schaue sehr unvorteilhaft aus und ich brauche die XL-Jacke, glaube ich. Ist das zarter und oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, das Vorderviertel ist zarter, weil, warum nehmen wir weil, das nicht? Weil es etwas durchwachsener ist. Und wieso nehmen wir das nicht mehr? Heutzutage möchte keiner mehr Fett essen. Ach, ist weniger Fett bei dir nicht. Okay, aber das ist das. Hol mal raus, damit wir sehen, wie dein Arsch ausschaut. Danke für die anschauliche Lehrstunde und jetzt nehmen wir mal das Originalfleisch unter die Lupe. Das wird jetzt eingelegt. Wo drin? Da? Das Zwiebel, Porree, Sellerie, Möhren, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Nelken. Also das sind auch die klassischen Gewürze für den Sauerland. Man muss natürlich sagen, dass es sich hier um die Beize handelt. Ne? Und da versteht man ja das Einlegen und das Einreiben eines Lebensmittels, eines Produktes. Das, ne? Was das auch mal gesagt hat. In die Beize gibt Josef neben Essig und Kräuteressig noch Zucker. Süß-sauer sozusagen. Wie lange legt ihr denn das ein? Eine ganze Woche. Hast du sowas auch vorbereitet, damit man sowas mal sieht, dass, wie es nach einer Woche ausschaut? Das ist der Fond von das einer ist, Woche? Das ist der Fond ja. von einer Woche. Hast du das Fleisch auch? So wie es gleich in die... Okay, das ist ja auch cool. ...in den Konvektomaten reinkommt. Man kann dann so das auf Gemüse legen? Ja. Und Tomaten ist tomatisiert schon für die Soße? Und was ist das Dunkle da drauf? Apfelkraut. Das Apfelkraut ist eingekochter... Apfelsaft, so sirupmäßig, ne? Und das wurde früher als Brotaufstrich verwendet und eben als Süßungsmittel eingesetzt. Sehr witzig, sieht man nicht mehr oft. Den Saft, wo drin das eingelegt war, das ist hier und das brauchen wir nachher, um zum tatsächlich Aufhören. Den Soßenansatz Soße, zu machen. Die Soße richtig. Zu machen. Ja, Bingo. Ja, können wir schieben, oder? Das Fleisch wird erst 15 Minuten bei 205 Grad angeröstet. Danach muss es 2 Stunden bei 120 Grad garen. Anschließend schmort es noch ein bisschen bei 85 Grad. Widmen wir uns dem selbstgemachten Rotkraut. Ich habe jetzt wirklich klassisch mariniert. Salz, Pfeffer, bisschen Essig. Machst du Preiselbeeren? Preiselbeeren. Klassisch? Das kennst du bestimmt auch. Das ist Johannisbergelee. Sehr gut. Johannisbergelee, das gibt dann nochmal so eine schöne, ja, diese süßliche Note so und schönen Glanz und so. Rotweinessig, Apfelmus, auch damit rein. Gut. Einen Tag ziehen. Und das Geilste ist, ja. wenn das Ganze dann noch in Schmalz angesetzt wurde. Gänseschmalz. Das ist der. Ist Danke. Butter bitte zum Ansetzen nicht nehmen, gell? Weil da ist Molke drin, verbrennt eher, nein. Aber Gänseschmalz, meinetwegen Schweineschmalz, auch in Ordnung. Aber Gänseschmalz finde ich perfekt. Würde ich sagen, der kann angesetzt werden. Ne? Und dann bringt es mit Essen hoch. Absolut. Okay? Jawohl. Danke vielmals. Um den goldenen Teller nach Eschweiler zu holen, muss heute alles stimmen. Eine extra Portion Soße dürfte bei Mike schon mal sehr gut ankommen. Na, also bitte, also optisch. Sehr ansprechend. Schön. Was kostet das? 20,90 Euro. Super Preis, schön in Ordnung. Optik stimmt, Preis passt. Aber wie sieht's mit dem Geschmack aus? Also, der Sauerbraten, Bombi. Schön. Die Soße, mega geile Farbe. Die hat genau für mich, nach meinem Geschmack, die perfekte Süße. Und ja. Säure. Gut, perfekt. Schön. Noch sind wir aber nicht durch, Nina. Knödel ist ein bisschen sehr püreeig. Mhm. Ja, sehe ich. Also, Geschmack ist super. Bin ich bei dir. Es gibt vielleicht einen kleinen Tipp. Weniger Mehl und Stärke und dann vielleicht mit ein bisschen Grießarbeit. Kann das selbstgemachte Rotkraut den Knödel-Fauxpas wieder ausbügeln? Sehr gut. Da schmeckst du auch alles raus an Gewürzen und Nelke und alles. Also danke, danke, danke. Ich esse weiter und dir wünsche ich alles Gute für den Wettbewerb. Na, bei dem Urteil kann Nina strahlen. Wie lautet dein Fazit, Mike? Ja, das ist mal so ein richtig schönes Ausflugsziel. Coole Typen in der Küche, gut gegessen, habe ich tollen Geschmack. Okay, Knödel, okay, die kriegen da noch einen drüber von der Nina. Übrigens, Montag hatten wir so den Biker-Stop. Gestern haben wir so ein bisschen so der Biker-Urlauber. Und hier kommt der Biker, der am Wochenende so eine Wochenendausflugsfahrt macht. Ne? Und na klar, der will auch wiederum wie in einem Restaurant essen. Der nimmt auch Geld in die Hand. Gut, wo ist denn mein Motorrad?